Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable. Achso, halt. Jetzt bin ich mal richtig rumgeritten, aber ich will ja gar nicht nach oben, ich will ja nach unten reiten. Dementsprechend bin ich doch irgendwie falsch geritten. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich nach unten reiten soll. Es wird irgendwo hinter dem Dinosaurier sein, nehme ich mal an. Oh, das ist nicht so günstig. Oder es ist hier links. Moment. Aber das ist nicht alles da. Also ein Teil müsste theoretisch hier unten sein. Nein, ist wahrscheinlich auch da oben. Okay, dann war das jetzt doof. Da muss ich jetzt das Stückchen wieder zurück und wäre doch richtig rumgeritten, so wie es aussieht. Aber gut, das kann man natürlich nicht im Vorfeld wissen. Hier irgendwo müsste das sein. Nee, da oben. Ja, ich hab's gerade glitzern sehen. Okay. Ich sag ja, das ist so verwinkelt hier überall. Das ist jetzt nicht schlecht oder schlimm, weil es sind halt auch sehr viele Ecken, wo man halt was machen kann. Aber es ist doch schon ziemlich nervig, wenn man das dann wirklich sucht in dem Moment. Das war jetzt gerade eine gruselige Einstellung meines Pferdes. Eieiei. Na komm. Also mich lässt das Gefühl ja nicht los, dass ich auf der Karte immer nur den gleichen Mist einzeichne, obwohl es verschiedene Sachen sind. Okay, das ist, glaube ich, der Teil, wo wir... Ne, das ist der obere Teil, wo wir Bigfoot verloren haben. Ich sag jetzt mal einfach Bigfoot. Wieso fotografiere ich das jetzt? Ich wollte eigentlich jetzt das Teleskop wieder nehmen. So. Also wenn es hier mal ein Rennen oder ein Championat geben sollte, dann glaube ich, drehe ich durch. Oh, ich hoffe, das ist jetzt klug, was ich hier mache. Oh, oh, oh. Nein, es ist nicht so klug. Nee, wir müssen den ganzen... Okay. Das sind aber wieder diese Eisdisteln oder was das waren, die wir am Anfang schon eingesammelt haben. Jetzt wissen wir zumindest, wo es noch welche gibt. Falls die schon alle sind. Du solltest eigentlich nicht gegen den Baum laufen. Aber ist in Ordnung. Kannst du auch gerne machen, wenn dir das lieber ist. Übrigens ein kleiner Tipp, was ich rausgefunden habe. Wenn hier oben, wenn das Ganze ein bisschen zurückgeht, weil ihr... Ne, da unten muss ich nicht rum, ne? Weil ihr irgendwo gegengeknallt seid beim Reiten, beim Springen, wie auch immer. Da müsst ihr einfach nur so ein bisschen reiten und rumhopsen. Zwei, dreimal. Und dann ist das Ganze auch schon wieder aufgefüllt. Das nur, falls ihr das auch noch nicht rausgefunden habt, wie ich halt eben bis vor kurzem. So, mal schauen. Ich meine, das hier ist ja immer das Gleiche. Aber wenn man sich die Fotos anguckt, sieht man halt auch immer Gegenden, die man vorher vielleicht nicht unbedingt gesehen hat. Gut, die haben wir jetzt schon mal gesehen. Aber so grundsätzlich, jetzt haben wir gleich noch zwei Orte, wo wir noch was machen müssen. Ach nee, halt. Die nimmst du noch mit. Mal schauen. Das ist die Brücke.
Ja, genau, das ist die Brücke, wo wir schon drüber gelaufen sind vorhin, glaube ich. So, der Platz, den haben wir durch. Hier war das doch, glaube ich, wo genau dieses Riesentor war. Ich glaube, rechts ist ein Wachturm oder sowas. Also normalerweise würde ich sagen, ich klopfe. Aber ja, abgesehen davon, dass mir wahrscheinlich keiner aufmachen wird, kann man das ja auch nicht. Leider. Hallo. Okay. Also für diese ganzen Episoden hier, ganz ehrlich, hätte ich normalerweise wirklich jetzt mein komplettes Forscher-Outfit anziehen müssen. Das würde jetzt so genial hier reinpassen. Ich schau mal eben ganz kurz. Das war das, was ich gekauft hatte. Das war die Forscherjacke, die Forscherhose. Das, die Handschuhe. Ja. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Lassen wir mal. Aber die Brille können wir doch aufziehen. Das ist so hell jetzt hier mit den. Yeah. Das ist Susanne Rabbit Byrne, wie sie leibt und lebt und forscht. Dann müssen wir gleich mal woanders noch ein Bild machen. Das sieht richtig schick aus, so. Beziehungsweise nicht woanders, aber wenn hier die Glitzerdinger weg sind. So, das ist eigentlich perfekt, wenn es nicht da stehen würde. Genau. Das sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Mein Forscherdrang wurde geweckt. So, ich befürchte irgendwie, dass das unten ist, ja. Aber wo? Wir sind doch von unten gekommen. Ah, okay. Neben dem Weg, wo wir hergekommen sind. Okay, das ist jetzt natürlich Mist, aber kein Thema. Dann reiten wir dahin auch wieder zurück. Das war hier runter. Die Frage ist, das ist ein bisschen cool. Es wird holprig werden, aber doch, es klappt. Okay, Mann. Disteln! Eisdisteln! Yay! Hallo! Bleibst du mal stehen? Ein wildes Pferd mit einem wilden Reiter! Ich habe es fotografiert! Da hinten! Diese prähistorische Entdeckung muss ich gleich mal dem Nick preisgeben. Ich glaube, ah ne, ist nicht ganz das letzte. So, damit sind jetzt alle Plätze dokumentiert worden und ich werde mich mal wieder an den langen Weg zurück machen und schalte euch wie üblich dann gleich wieder hinzu. So, ganz so lange war der Weg dann doch nicht, habe ich dann festgestellt, aber wir sind angekommen. Du hast das Tor aus Eis gefunden? Unfassbar spannend. Du hast nämlich das Tor zum Land des geheimnisvollen Volkes gefunden. Ja, darüber haben wir gestern schon mal gesprochen. Oha, okay. Goblin?
Das Volk, das angeblich hinter dem Tor aus Eis lebt, wird Kalter genannt. Und man weiß eigentlich nicht sehr viel über sie. Ich habe einen Teil Legenden und Berichte über die Expeditionen gehört, die vor mehr als 100 Jahren hier stattgefunden haben. Diese berichten über ein geheimnisvolles und schüchternes Volk, das abgeschieden in den Bergen lebt. Es gibt viele Theorien über deren einzigartige Kultur. Die alten Expeditionsberichte sagen, dass die Einwohner manchmal in der Gegend auftauchen und angeblich Sachen im Tal eingesammelt haben. Sie sollen auch eine spezielle Pferderasse besitzen, die noch niemand zuvor gesehen hat. Das stand in einem der Reiseberichte. Ich werde doch mehr darüber herausfinden und auch in meinen Büchern nachsehen, ob ich noch mehr Informationen finde. Das ist doch das, was du willst, oder? Aber natürlich... Wobei, ich glaube, diese geheimnisvolle Pferderasse ist, glaube ich, die Rasse, die ich hier gerade reite, wenn die mich nicht alles täuscht. Oder zumindest eine ähnliche. Gut, wenn ich mehr über die Kalter weiß, Kalter, aber es wird Kalter ausgesprochen, oder? Komme ich sofort mit mehr Informationen zu dir zurück. Das kann etwas dauern. Okay, also das ist eine Tagesaufgabe. Brief und Bericht, Eisproben zur Analyse, weißer Fleck auf der Landkarte. Also das sind jetzt die normalen Dailies, die wir jetzt noch haben. Die werde ich jetzt noch eben machen. Und ja, wenn ich die dann durch habe, dann werden wir uns gleich hier oben wiedersehen. Weil es wird zwar nicht auf der Karte angezeigt, aber der Mario aus den Everwind-Feldern, der hat noch eine Überraschung für uns, wollte ich gerade sagen. Der hat noch eine Quest für uns, wo wir noch weitermachen können. Und das werden wir dann auch danach tun, wenn ich hier die Dailies gemacht habe. Dann sehen wir uns gleich wieder dort. Und wir sind nun bei Mario angekommen. Ich habe die Sonnenbrille vergessen, fällt mir gerade auf. Aber ansonsten habe ich mich jetzt wieder passend zum, ja, eigentlich warmen Klima hier umgezogen. Wobei es ihm anscheinend ein bisschen kalt ist, weil es ja auch sehr windig ist hier oben. Nee, meinst du nicht? Doch, meine ich schon, ne? Wir fragen Mario einfach mal, was er uns jetzt noch mitteilen kann. Hallo Susanne, du hast mir sehr viel geholfen. Du hast mir so sehr geholfen, dass ich endlich mal Zeit für etwas anderes hatte. Ich reite nicht sehr viel, aber das weißt du bereits. Ich habe Pferdeanatomie studiert und ein paar von den Rennen in Jorvik analysiert. Es ist ein Hobby von mir, für das ich jetzt endlich mal ein wenig Zeit hatte. Während du mir mit dem Teleskop geholfen hast, hatte ich endlich genug Zeit, um ein neues Rennen um das Observatorium herumzubauen. Oh, hast du Lust, es auszuprobieren? Eigentlich nicht. Ja, viel Glück. Ja, danke. Eieiei. Okay. Es wird wieder eine Katastrophe werden beim allerersten Mal. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es mich führt. Und dann natürlich auch noch Hindernisse, die vorher nicht da waren. Eieieiei. Okay. Für mich ist es jetzt erstmal nur wichtig, dass ich überhaupt weiß, worum es geht und dass ich das Ganze abschließen kann. Ja, ist nicht schlimm, lauf weiter. Sorry Leute, aber ich muss mich jetzt hierbei echt konzentrieren. Was war denn das gerade für ein Bug? Hallo? Damit sowas nicht passiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das war jetzt gerade ganz abartig. Wo geht's lang? Ja, natürlich komme ich jetzt von der... Oh, ich sehe hier nichts mit den Bäumen. Das ist so blöd. Ist das jetzt schon da? Ja. Also die Strecken zu reiten und mit der Agilität und alles, das ist noch das eine. Aber wenn du wirklich nichts siehst, weil überall irgendwelche blöden Bäume im Weg stehen,
beziehungsweise die Blätter halt von den Bäumen. Oder in dem Fall jetzt die Nadeln waren es, glaube ich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hallo, läufst du mal? Dann ist das doch ziemlich nervig, weil du keine Ahnung hast, wo du hinreiten musst. Gerade beim ersten Mal. Und ja, dann halt so ein Mist kommt. Boah, höher ging's nicht. Jakob, lauf! Eieieiei. Okay, also gut, wenn man es vielleicht ein paar Mal gemacht hat, okay. Es war jetzt nicht so die schwerste Strecke, aber es war jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsstrecke. Fantastique. Sehr gut geritten, Susanne. Komm zurück und reite die Strecke so oft du willst. Will ich aber nicht. Ja, und ich muss wieder ein bisschen im Ansehen steigen. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Damit ich eine weitere Quest von ihm bekomme. Schauen wir mal eben, ob... Nee, es ist leider keine weitere Quest mehr aufgegangen. Sehr, sehr schade. Aber das ist in Ordnung. Ich werde noch... Bleibst du mal stehen? Ich werde noch mal versuchen, hier die Strecke zu reiten. Jetzt weiß ich ja so in etwa, wo ich rum muss. Und ja, das möchte ich euch ehrlich gesagt ersparen. Dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe mal, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.